Mein Name ist Andrea Maria Schenkel und ich lese aus meinem Buch Finsterau. Moi, je suis Pia Kuppers. Je travaille au Goethe-Institut et je lis la traduction de Andrea Maria Schenkel, Finsterau. Hermann Müller. Roswitha Heimerl stand da, den Mantel zugeknöpft, die Tasche unter dem Arm. Hermann, ich gehe jetzt heim. Ich habe die Schankstube aufgeräumt und die Stühle hochgestellt, bis auf die beim Tisch in der Ecke. Da sitzt schon wieder so ein windiger Grantler, den musst du schon selbst rausschmeißen, sonst Zeit hat er schon. Nur mit der Ruhe. Du weißt gar nicht, ob das ein Sandler ist, auch wenn er so ausschaut. Aber passt schon. Morgen ist ziemlich viel los, dann sind wieder die vom Stammtisch da. Der Wirt spülte gerade die letzten Gläser aus, stellte sie zum Trocknen auf das Abtropfgitter neben dem Spülbecken und wischte sich die feuchten Hände am Geschirrtuch ab. Dass ich es nicht vergesse, ich wollte dich eh noch fragen, ob du ein bisschen zeitiger kommen kannst. Ja, wird schon gehen. Also dann bis morgen. Roswitha Heimerl ging zur Tür, Hermann Müller begleitet sie. Gute Nacht und pass gut auf, dass dich keiner mitnimmt. Da brauchst keine Angst haben, Hermann. Wenn mich bei der Nacht einer holt, der bringt mich spätestens am anderen Morgen wieder zurück. Servus und schau, dass den Vaganten los wirst. Roswitha Heimerl ging lachend fort, während der Wirt hinter ihr abschloss. Den Schlüssel ließ er stecken. Dann ging er hinüber zum Ecktisch. Hermann Müller. Roswitha Heimerl attendait là, le manteau boutonné jusqu'en haut, le sac à main sous le bras. Bon, ben j'y vais, Hermann. J'ai rangé la salle et j'ai mis les chaises sur les tables, sauf pour celle du fond. Il y a un pauvre diable qui s'est installé, tu devrais le mettre dehors toi-même. Il a déjà réglé. Oh là, du calme. C'est pas parce qu'il a l'air d'un clochard que ce s'en est un, mais c'est bon, tu peux y aller. Demain, on va avoir pas mal de boulot avec les habitués. L'aubergiste était en train de rincer les derniers verres qu'il mit à sécher sur l'égouttoir à côté de l'évier avant de s'essuyer les mains dans son torchon de vaisselle. D'ailleurs, avant que j'oublie, tu pourrais venir un peu plus tôt demain? Je m'arrangerai. Bon, bah, à demain. Hermann Müller raccompagna Roswitha Heimerl jusqu'à la porte. Bonne nuit et fais gaffe que personne ne t'embarque. T'inquiète pas, Hermann. Si quelqu'un m'embarque, il me ramènera au plus tard au lever du jour. Allez, salut et embrasse-toi, débarrasse-toi de ce vagabond. Roswitha Heimerl sortit dans un éclat de rire et le patron referma derrière elle. Il laissa la clé sous la porte et se dirigea vers la table du fond. Doch der Mann antwortete nicht mehr. Er lag wieder kopfüber auf dem Tisch und schlief. Zuerst versuchte Hermann Müller, ihn zu wecken. Nach einer Weile gab er auf, löschte das Licht, verriegelte den Schankraum und ging mit der Kasse in seine Wohnung, die über der Gaststube lag. Am anderen Morgen war der Mann nicht mehr da. Irgendwann im Laufe der Nacht war er durch ein Fenster der Gaststube verschwunden. Die Brieftasche hat er unter dem Tisch liegen lassen. Darin fand Roswitha Heimerl, als sie den Gastraum für den Tag herrichtete, neben ein paar Rechnungen und einem 20-Mark-Schein einen alten, vergilbten Zeitungsausschnitt. Neugierig geworden, faltete sie ihn auseinander. Hermann, schau mal her, kennst du den nicht? Ist es nicht der Dr. Augustin? Sie hielt dem Wirt den Artikel hin. Schau, da war er noch jung. Der Wirt nahm den Ausschnitt, lass sehen. Dann legte er ihn wieder zusammen, steckte ihn in seine Brieftasche. Weißt du was, Roswitha, den Ausschnitt werde ich dem Augustin heute zeigen, wenn er zum Frühschoppen kommt. Das wird ein Fetz. Da bin ich jetzt schon gespannt, was er sagt. Vor allem, wenn ich ihm die Geschichte von dem besoffenen Sandler gestern erzähle. Mais le patron n'obtint pas de réponse. Affalé sur la table, l'homme s'était endormi. Hermann Müller essaya de le réveiller sans résultat. Alors il éteignit les lumières, ferma la salle à clé et monta dans son appartement, qui se trouvait juste au-dessus de l'auberge, en emportant la caisse. Le lendemain matin, l'homme avait disparu. Il était parti pendant la nuit par une des fenêtres de la salle. Son portefeuille gisait sur la table. En préparant la salle pour cette nouvelle journée, Roswitha Heimerl y trouva autre quelques reçus et un billet de 20 marques, une vieille coupure de journal jauni. Curieuse, elle la déplia. « Hermann, viens voir.
Lui, là, il ne te dit rien. Ce ne serait pas le procureur Augustin. Elle tendit l'article de journal à son patron. Regarde, il était encore tout jeune. L'aubergiste tendit la main pour prendre l'article. Fais voir. Il le considéra un instant, puis il le replia et le rangea dans son portefeuille. Tu sais quoi, Roswitha? Je le montrerai à Augustin quand il viendra prendre sa bière du matin. Ça risque d'être drôle. Je suis curieux de voir ce qu'il va dire. Surtout si je lui répète ce que le vagabond m'a raconté hier soir.